Wir kommen zum Fußball und den bisherigen Ergebnissen des 20. Spieltags. Mainz 05 unterliegt der Berliner Hertha mit 0:2. Freiburg verliert gegen Borussia Dortmund mit 0:3. Stuttgart zieht mit 0:2 gegen die Bayern den Kürzeren. Der Tabellenzweite Wolfsburg schlägt Hoffenheim 3:0. Das Duell Köln gegen Paderborn endet torlos. Bereits gestern bezwang Schalke 04 Mönchengladbach mit 1:0. Im Abendspiel trifft der Hamburger SV auf Hannover 96. Morgen empfängt dann Bremen Leverkusen. Außerdem trifft Augsburg auf Eintracht Frankfurt. Und wir kommen noch zum Wetter. In der Nacht ist es stark bewölkt. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zieht vom Westerwald her etwas Schnee. In den tiefen Lagen Schneeregen auf. Auch am Sonntag kommt es vereinzelt zu Schnee- oder Schneeregenschauern. Im Osten des Landes zeigt sich bei maximal 5 Grad gelegentlich die Sonne. Die nächsten Nachrichten um 7:45. Tschüss. Im kleinen Hunsrückdorf Hasselbach leben rund 200 Menschen, 14 von ihnen in der Spesenruther Straße.